Plantagi fragt, wie ist es um das Schadensmodell der Fahrzeuge bestellt? Ist es so gut wie in GTA 4 oder sogar noch besser und realistischer? Also mir kam es realistischer vor. Allerdings ist es jetzt irgendwie schwer zu vergleichen. GTA 4 ist ja auch schon ein paar Jahre her. Also es ist so, dass mir es realistisch einfach vorkam in GTA 5. Ich bin gleich am Anfang, wo ich mich halt ein bisschen mit dem Fahrverhalten und mit der Steuerung angefreundet habe, da bin ich schon das eine oder andere Mal reingecrashed. Ich hatte dann auch ein SUV, der war nicht so leicht zu fahren, und dann auch einmal mit dem Sportwagen, wo ich so richtig Vollgas gegeben habe. Und da ist man, also es gibt eben klar natürlich das Schadensmodell, aber mir sind jetzt nicht so die Besonderheiten aufgefallen. Also dass ich jetzt sage, es ist besonders realistisch oder besonders unrealistisch, sondern ich glaube schon, dass der Realitätsgrad ganz gut passt zu dem Fahrverhalten. Es ist jetzt kein Gran Turismo, aber es ist bei weitem auch kein Arcade Racer, sondern es ist schon relativ anspruchsvoll. Bei einer Mission bin ich halt verfolgt worden und dann wurde mir gleich der linke Hinterreifen irgendwie plattgeschossen. Das gab es aber natürlich beim Vorgänger auch schon. Also insgesamt glaube ich nicht, dass sich beim Schadensmodell so viel verändert hat, aber es sieht halt insgesamt wie auch die Autos einfach noch ein bisschen schicker und realistischer aus. Stormtrooper PCGH fragt, wurde der maximale Fahndungslevel wieder auf 6 Sterne angehoben? Gibt es also das Militär mit seinen Panzern? Auch das kann ich leider nicht umfassend beantworten. Panzer und Militär habe ich noch nicht gesehen. Also ich wurde von Polizeiwagen verfolgt, von Hubschraubern verfolgt. Allerdings haben da die Entwickler auch so ein bisschen hin und her getrickst, um halt die unterschiedlichen Fahndungslevels mal zu zeigen, um vor allem halt dieses neue Wanted-System zu zeigen. Man hat jetzt nicht mehr diesen einen Kegel, diesen einen Sichtkegel der Polizei, aus dem man entkommen muss, sondern jedes einzelne Polizeiauto und auch die Hubschrauber haben eigene Sichtkegel. Man kann sich also auch so ein bisschen da durchschlängeln und versuchen dann irgendwo im Hinterhof sich zu verstecken und zu warten, bis sie einen dann nicht mehr finden. Ob jetzt 5 Sterne oder 6 Sterne, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Aber es würde mich nicht wundern, wenn da auch wieder das Militär aufkreuzen würde, wenn man so richtig die Sau rauslässt. Aber selber konnte ich das in dem Maße noch nicht tun. SMP Co. fragt, wie groß ist die Karte der Spielwelt und sind die im Netz herumgeisternden Karten übereinstimmend mit der echten GTA 5 Map? Die Karte durfte ich mir leider noch nicht anschauen. Also wie gesagt, das war so ein bisschen restriktiv. Deswegen kann ich da nur spekulieren. Ich habe mir die Karten im Netz natürlich angeschaut. Teilweise wirken sie schon realistisch. Aber letztlich muss man das wirklich dann im fertigen Spiel sehen. Aber ich denke, was man einfach weiß, ist, dass die Spielwelt unheimlich groß ist. Also, dass eben zusätzlich zur Großstadt gibt es ja das Umland, Plain County, dann gibt es noch Wälder und Berge und dann gibt es natürlich noch die Unterwasserwelt, auf die ich mich auch tierisch freue. Also, kann ich noch nicht genau sagen, wie die Map jetzt im Einzelnen ausschaut, aber was ich sagen kann, ist einfach, dass die Spielwelt riesengroß ist und eben auch ganz viel Vielfalt bietet. Simulacron 3 fragt, würdest du die Grafik der Spielwelt noch über der von Just Cause 2 einstufen? Kann jeder der Charaktere tauchen? Zur ersten Frage, auf jeden Fall. Also für mich ist ganz klar GTA 5 das schönste Open-World-Spiel auf der aktuellen Konsolengeneration. Es gibt also kein Open-World-Game, was da mithalten kann. Wie gesagt, mir sind technisch ist wenig aufgefallen, was mich richtig stört, bis auf das Kantenflimmern, wo man aber einfach auch die Kirche im Dorf lassen muss, angesichts der Konsolen, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Aber dafür sieht halt alles viel, viel besser aus als GTA 4. Die Charaktere, die Fahrzeuge, die Spielwelt, die Texturen, viel mehr Details, einfach der Abwechslungsreichtum auch bei den Passanten. Also da lässt wirklich die Rage Engine ihre Muskeln spielen. Und zur zweiten Frage, kann jeder Charakter tauchen? Ja, es gibt eben auch hier die Skills. Das heißt, es gibt eben, man muss sich da halt ein bisschen verbessern, aber es ist so, dass jeder natürlich schwimmen kann und auch so ein bisschen tauchen kann, aber wenn es ums richtige Tauchen geht, dann braucht man eine Taucherausrüstung und die ist halt in einigen Booten oder man besorgt sie sich irgendwo, aber in einigen Booten liegt halt schon eine Taucherausrüstung drin und dann zieht man die halt auf der hohen See einfach über und kann dann richtig schön unter Wasser tauchen. Sally fragt, kommen Charaktere aus GTA 4 in GTA 5 vor? Und gibt es auch Andeutungen dazu, was CJ aus GTA San Andreas so treibt? Also es gibt Charaktere aus GTA 4. Ich habe auch schon einen gesehen, ich darf nur nicht drüber reden. Ich sage mal, ich gebe mal einen kleinen Tipp. Also es gibt diese Rocker Gang The Lost aus GTA 4 vom DLC The Lost and Damned. Und die ist da, das ist ja auch schon bekannt, bei GTA 5 eben auch dabei. Also das ist sozusagen Der Trevor, der so seinen eigenen Trevor Phillips Enterprises Drogenhandel hat, der duelliert sich da so ein bisschen mit The Lost und
da gibt es auch witzige Situationen und wie gesagt, es könnte sein, dass da vielleicht irgendjemand von der Gang dann da auftaucht. CJ habe ich noch nicht gesehen, ich habe auch Nico Bellic noch nicht gesehen, aber es würde mich nicht wundern, wenn über diesen einen The Lost Character hinaus noch weitere Charaktere auftauchen, die man schon kennt. Das würde einfach auch zu Rockstar Games gut passen. Blackburn 112 fragt, was macht man mit den gejagten Tieren im Spiel? Ausweiden und verkaufen? Ich durfte leider noch nicht jagen. Also ich habe wirklich bei dem Hands-on, das war sehr stark auf die Mission fokussiert, was ich nicht so stark machen konnte, war mich außerhalb der Mission zu bewegen. Aber da kann ich auch nur spekulieren. Es ist so, dass man ja seine Energie auch durch Nahrung auffüllen kann. Und dementsprechend würde es mich nicht wundern, wenn man erlegte Tiere zum Beispiel essen kann. Wenn man auf rohes Fleisch steht, vielleicht kann man es auch braten. Es würde mich aber auch nicht wundern, weil Geld ist natürlich auch das zentrale Thema in GTA 5. Wenn man also wie bei Red Dead Redemption einfach die Tiere häuten kann und das Fell dann irgendwie verkaufen kann oder die Tiere oder irgendwie einen Hirschkopf verkaufen kann. Also wenn man die erlegte Beute dann zu Geld machen kann, das würde mich nicht wundern. Vielleicht gibt es sogar die Möglichkeit, das fände ich halt ganz witzig, wenn man natürlich so ein Tier irgendwie als Haustier dann noch dressieren kann, aber das kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen. Haustiere wird es ja aber trotzdem geben. Es gibt ja zumindest diesen Hund-Job von Franklin und ich hoffe, es wird noch weitere Haustiere geben. Okay. WickedSick2K fragt, welche Kameraperspektiven gibt es bei der Nutzung der Fahrzeuge? Gibt es diesmal vielleicht eine Cockpit-Ansicht oder doch nur die klassische Stoßstangencam neben der Third-Person-Ansicht? Also bei den Ansichten sind mir keine Unterschiede zur GTA 4 aufgefallen. Eine Cockpit-Perspektive gibt es nicht. Es gibt so eine Verfolgerperspektive, also wenn man auf B auf dem Xbox-Controller, wenn man das gedrückt hält, dann ist praktisch bei der Verfolgungsjagd, bleibt die Kamera halt auf dem, wenn man zum Beispiel ein Motorrad verfolgt, eben auf dem Motorrad drauf. Das ist allerdings so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man zum Beispiel neben dem Motorrad ist, dass die Kamera halt so schwenkt und man sieht sozusagen nicht, wo man hinfährt, aber das ist natürlich in erster Linie dafür gedacht, wenn man eben auch ganz nah dran ist und vielleicht dann das Maschinengewehr raushält und dann irgendwie runterballern möchte, dann fällt es da vielleicht so ein bisschen leichter mit der Verfolgerkamera. Ansonsten sind mir da jetzt keine Unterschiede aufgefallen. Es gibt halt natürlich die üblichen Stoßstangenperspektive, aber auch die von hinten Kamera. Es sah eigentlich sehr ähnlich aus von der Kameraführung her wie bei GTA 4. Keine Cockpits. Nee. Ex-Stangen-Ex fragt, ist das Kantenflimmern immer noch so auffällig wie in Teil 4? Hattest du ja schon erwähnt. Ja, also ich muss sagen, es hat sich gebessert. Also bei der ersten Präsentation letztes Jahr bei Rockstar Games in New York, da ist mir das Kantenflimmern noch mehr aufgefallen. Jetzt ist es wirklich, also sie haben dran gearbeitet, aber es ist auf jeden Fall da. Es ist halt sozusagen ein optischer Makel, aber es ist nichts, wo man sich ständig drüber aufregt. Also dieses Ruckeln oder dieses Detail-Fade-In, das würde mich mehr stören. Beides habe ich nicht gesehen. Beides ist im Grunde, wenn es dann irgendwann mal auftaucht, dann wahrscheinlich eher selten. Das Kantenflimmern ist halt immer dann existent, natürlich, wenn die Kamera sich bewegt und ein bisschen scrollt. Aber ich würde sagen, dass es nicht so stark ist wie bei GTA 4. Also da war insgesamt, ich meine, das ist ja auch fünf, sechs Jahre her, da war einfach die Technik noch nicht so weit. Also es wirkt insgesamt auf jeden Fall deutlich sauberer als GTA 4. Und die letzte Frage von Sedlak Fanclub. Hat Rockstar Games schon irgendwelche Infos bezüglich der DLCs durchsickern lassen? Also wenig überraschend haben die dazu nichts gesagt. Das ist also immer die Frage, wenn man irgendwie ein Entwicklerinterview führt, könnt ihr schon was über DLCs erzählen, dann merkst du immer wieder so ein bisschen die Leute dann dicht machen und sagen, was ist denn das für eine bescheuerte Frage. Natürlich wollen die erstmal über das Spiel reden, was sie jetzt verkaufen wollen. Es ist allerdings so, dass ich ja letztes Jahr mit Dan Houser, dem Vizepräsidenten von Rockstar Games, ein Interview führen konnte. Und da haben wir so allgemein über das Thema DLC gesprochen. Und da kam eben schon raus, dass Rockstar Games jetzt nicht die Riesenfans von DLC sind oder auch von dem Free-to-Play-Konzept, sondern die wollen eigentlich schon das komplette Spiel irgendwie für 70 Euro in den Laden stellen. Jetzt wissen wir natürlich, dass es bei GTA 4 zwei DLCs gab mit The Lost and Damned und Ballad of Gay Tony. Und natürlich wollen die auch ein bisschen Geld verdienen und das GTA-Prinzip bietet sich natürlich schon an, auch so neue Charaktere, neue Handlungsstränge innerhalb der bekannten Spielwelt einzubauen. Und es würde mich nicht wundern, wenn es eben bei GTA 5 auch der Fall wäre. Aber ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass irgendwelche wesentlichen Dinge weggelassen werden und die dann nachgeliefert werden, sondern ich glaube, dass das Spiel unheimlich viel bietet in den Missionen und auch außerhalb der Missionen.
Dann gibt es ja auch noch GTA Online, was noch kostenlos quasi dazugeliefert wird. Und ich glaube, da gibt es ganz viel Spielspaß. Aber trotzdem wird es wahrscheinlich irgendwann die DLCs geben. Ich meine, würde mich dann auch nicht wundern, wenn dann irgendwann eine PC-Version oder eine Next-Gen-Version nachkommt, dass die vielleicht dann schon die DLCs mit drin haben für den gleichen Preis. Das haben wir ja schon öfters bei anderen Spielen erlebt. Okay, damit sind wir durch. Ich hoffe, wir konnten alle eure Fragen zufriedenstellend beantworten. Danke fürs Einschicken. Und jetzt warten wir weiterhin auf das Spiel. Ja, ist ja nicht mehr lang.